Wir hatten echt einen coolen Tag heute. Ja, wir waren auf der Zapatilla-Insel. Wunderschön, auch wenn es geregnet hat. Ja, allein deswegen hat sich echt der Ausflug gelohnt. Danach haben wir was Komisches gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber wir hatten so Bretter und das Boot hat uns auf diesen Bretter gezogen und wir konnten abtauchen. Wenn wir Glück haben, dann kriegen wir noch Filmmaterial dazu von zwei Personen, die mit uns waren. Aber ich glaube, der Guide hat aus Versehen uns nicht gefilmt, obwohl er sich so Mühe gegeben hat. Er ist unter uns getaucht, neben uns getaucht. Und ich glaube, er hat uns auf den Weg gedrückt oder aus Versehen zu viel im Stock. Dann waren wir noch bei Starfish Island. Ja, da sieht man ganz viele Seesterne, die dort im Wasser sind. Das war auch cool. Und wir haben ein Faultier gesehen. Das habe ich ja leider nicht mehr gesehen. Oh, es war so süß, weil es hat sich bewegt. Es war nicht nur so ein Wolfknoll im Ast. Ich glaube, hast du es geschafft, das aufzunehmen? Vielleicht. Vielleicht. Wenn ja, dann seht ihr es jetzt. Ja, wir können die Tour eigentlich schon echt empfehlen. Wie gesagt, allein schon wegen der Zapatilla Island. Ja, und auch den Tourorganisator, wie hieß der nochmal? Total Adventure. Total Adventure. Also wir fanden die Guides super freundlich, nett. Und was wir auch wirklich toll fanden, wir haben extra, wenn sie Müll gesehen haben auf dem Meer, haben sie mit dem Boot angehalten und den Müll eingesammelt. Und haben auch darauf geachtet, dass sie den Delfinen jetzt nicht zu nahe kommen, also dass sie nicht bedrängen oder so. Und das war bei uns zum Beispiel auch wichtig, da haben wir extra gefragt, bevor wir nicht gut haben. Können wir euch empfehlen. Ciao, ciao.